Hey Leute, willkommen zu einer neuen Woche Corona-Hausarrest Workout of the Day. Wir haben heute im Warm-up erstmal ein bisschen was für die Schulter. Und zwar machen wir 10 Kreise nach vorne, dann 10 Kreise nach hinten, genau, dann 10 Schulterkreise, genau, nur die Schulter, Arme sind vorne und das gleiche auch nochmal rückwärts. Dann wollen wir auch noch die Handgelenke aufwärmen, das heißt 10 pro Richtung für beide Seiten. Und dann geht es weiter mit der Hüfte. Wir machen hier einen kleinen Komplex, das heißt, ihr geht runter in die tiefe Kniebeuge, geht ein bisschen auf den Fußgelenken hin und her. Dann streckt ihr die Beine, macht einen Reverse Lunge und geht in den Samson Stretch. Genau, das ist eine Wiederholung, davon machen wir 10 Stück, 5 pro Seite. So, so viel zum Warm-up. Im ersten Kraft-Core-Teil, oder wie man es auch immer nennen mag, haben wir heute ein Workout, das nennt sich How Slow Can You Go? Und man versucht, oder beziehungsweise man sollte, für eine Kniebeuge 1 Minute brauchen. Das heißt, ihr wollt 30 Sekunden für den Weg nach unten und 30 Sekunden für den Weg nach oben brauchen. Solltet ihr etwas zu schnell unten sein, haltet ihr die Position so lange, bis 30 Sekunden rum sind. Und dann, das ist beispielsweise so schnell. Ihr müsst super langsam gehen, 30 Sekunden sind sehr, sehr lang. Genau, und dann geht ihr wieder 30 Sekunden hoch. Wichtig ist, dass ihr auch in der unteren Position nicht in so einer Ausruhposition wartet, sondern es soll schon die maximal anstrengende Position sein, in der ihr verweilt, wenn ihr müsst. Okay. Das Ganze machen wir insgesamt für 6 Runden, das heißt insgesamte Arbeitszeit 6 Minuten und immer 15 Sekunden Pause nur zwischen den einzelnen Wiederholungen. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Teil, dem Handstand Hold. Genau, wenn ihr jetzt keine Wand zur Verfügung habt oder eure Wand nicht dreckig machen wollt, dann könnt ihr das auch auf diese Art und Weise machen. Je senkrechter ihr seid, desto anstrengender ist es. Genau, ihr haltet einfach 90 Sekunden und dann machen wir 30 Sekunden Pause und das Ganze wiederholen wir insgesamt 5 Mal. Wer das jetzt hier einmal an der Wand machen möchte, dafür macht Olli euch das einmal vor. Genau. Zack, hoch, Beine strecken. Genau, schön durchgucken und Füße strecken. Ja, das haltet ihr auch 90 Sekunden. Und nach 30 Sekunden Pause geht es dann auch in den zweiten Satz für insgesamt 5 Sätze. Jetzt kommen wir zum Workout. Darauf freut der Olli sich schon ganz besonders. Und zwar, es ist ein bisschen komplexer. Wir gehen jede einzelne Minute durch. Und zwar macht ihr von Minute 0 bis Minute 2 alle 10 Sekunden ein Burpee over Object. Also irgendeinen beliebigen Gegenstand, springt ihr drüber, springt mit beiden Beinen ab. Genau, das waren jetzt 2 Wiederholungen. Ihr macht alle 10 Sekunden eine Wiederholung. Einfach um reinzukommen, warm zu werden. Das ist noch relativ entspannt am Anfang. Dann Minute 2 bis 4 macht ihr alle 8 Sekunden ein Burpee over Object. Genau, Brust berührt den Boden und ihr springt mit beiden Beinen seitlich über euer, was auch immer ihr da nehmen wollt. Minute 4 bis 6, jetzt wird es langsam anstrengend, macht ihr alle 6 Sekunden einen Burpee over Object. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, wie ein Burpee over Object geht. Dann haben wir Minute 6 bis 8. Da macht ihr einfach maximale Burpees, nicht over Object, sondern ganz normale Burpees. So viele, wie ihr schafft, in 2 Minuten. Genau, Hand Release, das heißt, die Hände verlassen einmal kurz den Boden. So, sofern ihr das geschafft habt, habt ihr Pause von Minute 8 bis Minute 10, komplett nichts tun. Dann geht es weiter. Von Minute 10 bis Minute 12 macht ihr alle 5 Sekunden einen Jumping Squat. Genau. Dann Minute 12 bis
14 macht ihr alle 4 Sekunden einen Jumping Squat. Dann Minute 14 bis Minute 16 alle 3 Sekunden einen Jumping Squat. Genau, Minute 16 bis Minute 18 alle 2 Sekunden einen Jumping Squat. Und dann Minute 18 bis Minute 20 nochmal maximale Jumping Squats hintereinander, die ihr schafft. Genau. Ja, das war das Workout. Also allerspätestens in Minute 16 wird es relativ hart. Ihr könnt euch das Schema merken, indem ihr einfach euch merkt, es startet mit every 10 seconds, danach sind alle 8 Sekunden, alle 6 Sekunden und danach geht es in einer Schritten runter. Also 5, 4, 3, 2 und dann Max Reps. Genau, das war unser erstes Workout für die neue Woche.